Meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video und ich habe das in dem einen oder anderen Video schon gesagt. Macht mich gerne auch auf solche Sachen, solche Unstimmigkeiten in der Politik, in der Gesellschaft und so weiter aufmerksam. Wir dürfen durch das große C nicht nur so mit C-Klappen quasi durch die Welt laufen. Wir müssen auch wieder aufmachen und aufpassen, was hier abgeht, was beschlossen wird, was wird durchgewunken durch die Politik, einfach in dem Bundestag und auch in den anderen Parlamenten und was werden für Bauvorhaben gemacht. Ja, im letzten Jahr schon wurde das Ganze nämlich soweit in die Startlöcher quasi gesetzt. Und es geht hier ganz speziell um den Neubau des Bundeskanzleramtes. Ja, und da wird sich der eine oder andere fragen, ja Moment, das Bundeskanzleramt, die Waschmaschine auch genannt in Berlin, die ist doch eigentlich relativ neu. Ich glaube noch keine 20 Jahre alt. Warum wird denn da jetzt neu gebaut? Jo, weil sie es wollen. Ganz einfach. Anders kann man das Ganze offensichtlich nicht bezeichnen. Da müssen wir mal diese Zahlen jetzt reinhauen. Also es wird ein zahlengetriebenes Video. Das Bundeskanzleramt in Berlin ist ja in der Nähe vom Reichstag. Das hat sage und schreibe 25.347 Quadratmeter Nutzfläche. Leute, 25.000. Wisst ihr, wie viel das ist? Also so eine normale Wohnung hat ja 60, 70 Quadratmeter. Das Ding ist damit 8-mal größer als das Weiße Haus, 10-mal größer als die Downing Street in England oder 3-mal größer als der Élysée-Palast in Paris. Jo, aber das reicht offensichtlich nicht. Das reicht nicht, denn das Ganze wird jetzt erweitert und weil auf der Spreeseite offensichtlich nicht mehr genug Platz ist, nimmt man halt die gegenüberliegende Spreeseite und man wird das ganze Ding verdoppeln quasi. Das heißt, am Ende werden es circa 50.000 Quadratmeter werden, die beide Gebäude gemeinsam vereinen. Sag mal, geht's noch? Wollt ihr mal wissen, wie viel das kostet? Ihr könnt gerne mal eine Vermutung in die Kommentare schreiben, in die Kosten schreiben. Es wird auf über 600 Millionen Euro dotiert. 600! Leute, ich komme auf diese Zahlen nicht klar. Es wird aber noch krasser. Es wird aber noch krasser. Das ist absolut krass. Hier wird zum Beispiel geplant, dass ein Kindergarten gebaut wird für 12 bis 15 Kinder. Das heißt, für die Kinder von den Angestellten, die dann dort arbeiten. Genau. Da ist ja grundsätzlich nichts gegen einzuwenden. Das ist ja eine tolle Sache, dass man da als Elternteil arbeiten gehen kann, weiß, das Kind ist sicher versorgt und man muss jetzt nicht extra noch irgendwie in einen anderen Kindergarten anstellen, sondern so einen Betriebskindergarten nenne ich das Ganze. Der allerdings hat eine Nutzfläche von 266,5 Quadratmetern geplant und der Kostenpunkt davon liegt bei 2,8 Millionen Euro. So, die Zahlen sind jetzt sehr hoch, sagt uns aber im Endeffekt noch nichts, aber der Bundesrechnungshof sagt dazu, dies entspreche dem Dreifachen eines normalen Kindergartenplatzes, sagt der Rechnungshof. Warum? Warum muss das dreimal so viel sein? Warum zur Hölle muss das sein? Das ist doch nicht fair. Ich kenne Leute, ja, es gibt offiziell diese Regelung in Deutschland, dass man einen Kindergartenplatz definitiv bekommt. Wenn keiner da ist, wenn da keiner verfügbar ist, dann kriegst du auch einfach keinen. Das ist das Problem. Ja, super, tolle Sache. Aber hier wird dreimal so viel genommen, wie eigentlich normal ist. Weiterhin, es werden neun, nochmal, neun Wintergärten geplant. Sag mal, wollen die da Urlaub machen? Kosten 14 Millionen. Verdoppelung der Bürofläche für ca. 395 Mitarbeiter ist projektiert. Die Kosten dafür belaufen sich pro Quadratmeter. Nochmal, pro Quadratmeter kosten 18.529 Euro. Sag mal, Leute, also wenn mir einer sagt, das ist alles erschunken und erfunden und erlogen, würde ich direkt sagen, glaube ich. Weil das sind so abgespacete, krasse Zahlen, das ist einfach nur unvorstellbar, das ist unvorstellbar. Aber auch andere Zahlen, die jetzt hier vom Bundesrechnungshof in ihrem Bericht soweit veröffentlicht wurden. So zum Beispiel gab es eine Erweiterung hier vom Innenministerium, Neubau. Da alleine hat der Quadratmeter schon 6.499 Euro gekostet. So, haben die den mit Gold ausgelegt oder was ist da los? Muss das denn sein? Das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Und gerade in der aktuellen Situation, wo so viele Leute arbeitslos sind, wo so viele Firmen hier pleite gehen, wo so vielen Leuten es einfach geht, da werden hier 600 Millionen rausgehauen? Ich komme darauf nicht klar. Ja, und natürlich, Kanzler braucht natürlich selber auch ein bisschen was zum Wohnen. Das wird die Frau Merkel, ja, mal gucken, vielleicht macht sie ja noch ein paar Legislaturperioden. Vielleicht wird sie es selber noch bewohnen oder auch nicht. In der aktuellen
Im aktuellen Kanzleramt ist eine Kanzlerwohnung drin. 200 Quadratmeter. Das ist schon ordentlich. Jetzt kommt aber noch zusätzlich in das neue Gebäude eine weitere. 250 Quadratmeter. Weil eine Wohnung ja nicht reicht. Verstehe ich auch nicht. Wie viele Kanzler soll es denn geben? Mehrere? Damit jetzt zwei, die jeweils eine Wohnung haben oder was? Also, jetzt kommt es aber noch dicker. Die Ausstattung. So schreiben sie hier bei web.de, Zitat, der Gemächer, also Ausstattungskosten der Gemächer mit Sofas, Schrankwand, Lampen und so weiter, liegt laut Rechnungshof rechnerisch bei 225.000 Euro. Also je nachdem, wo man zurzeit versucht, eine Wohnung zu finden, eine kleinere Wohnung, 225.000 Euro, klar, in den großen Städten ist das aktuell nicht mehr möglich, aber hier bei mir im Land vielleicht, ja, 225, je nachdem, wie klein sie ist, passt das. Dafür, für den Betrag, wird hier alleine die ganze Bude ausgestattet. Das muss man sich mal überlegen. Dafür werden dann Möbel gekauft. Wo leben wir denn? Was ist denn das? Warum gibt es hier dazu keinen Aufschrei in der Presse großartig? Einen Artikel habe ich dazu gefunden, diesen hier bei web.de. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ja, das Ganze ist natürlich auch noch architektonisch sehr spannend, denn wie gesagt, Kanzleramt auf der einen Seite. Hier die Spree dazwischen und hier auf der anderen Seite soll ja das neue Gebäude gebaut werden. Ja, da muss man ja irgendwie hinkommen. Und das geht natürlich gar nicht, dass man da irgendwie einen größeren Weg geht, irgendwie außen rum, weil es gibt ja auch so ein paar, nennt man Brücken, eine tolle Erfindung, die so weit über die Spree schon führen. Nein, die werden nicht genutzt. Es wird eine neue Brückenverbindung gebaut. Die ist soweit 176 Meter, muss die lang sein, damit die beiden Gebäude verbunden werden können. Und um das Bestandsgebäude mit dem Erweiterungsbau fußläufig zu verbinden, sei notwendig, dass das Kanzleramt, sagt das Kanzleramt. Und die Kosten dafür belaufen sich auf eine Brücke. 18,1 Millionen Euro. Also, ich komme auf diese Zahlen einfach nicht klar. Ich denke, ihr merkt mir das an. Das ist doch absolut krass. Weiterhin. Man muss natürlich auch gediegen reisen können. Sprich, nein, how dare you? Nix mit dem Auto, nicht mit der Bahn, how dare you? Nein. Hubschrauber. Man benötigt einen Hubschrauberlandeplatz. Der ist geplant mit 10 Millionen Euro ja, wie sagt man, diese Plattform, die hier gebaut wird. Und der Sockel, der da drunter ist, 23 Meter hoch, weil man kann natürlich nicht einfach auf der Wiese landen. Nein, das ist nicht möglich. Da muss man hingehen und 10 Millionen Euro für einen Hubschrauberlandeplatz mit exorbitantem Ausmaß von 23 Metern Höhe soweit auch noch zusätzlich bauen. Leute, das muss man sich mal überlegen. Es ist eine wahrhafte Kostenexplosion. Das Ganze wurde eigentlich als Zweckbau soweit letztes Jahr vorgestellt und alles. Der Rechnungshof sagt jetzt aber hier soweit Parlament, genau. Nachdem man dem Parlament zunächst Baukosten in Höhe von 400 Millionen Euro genannt hatte, beziffert das Innenministerium die Angelegenheit nun auf über. Das könnten auch noch mehr sein. 600 Millionen Euro. Das können 601 Millionen sein. Aber wir wissen ja, was passiert, wenn der deutsche Staat irgendwelche Planungen macht. Wir sehen das in BER, wie viele 100 Millionen da versenkt wurden. Wir sehen das in der Elbphilharmonie, Stuttgart 21 am Bahnhof und. Diese Liste ist lang. Also können wir davon ausgehen, runden wir auf, machen wir eine Milliarde draus. Wisst ihr, Leute, anderer Leute Geld prasst man halt gerne. Ne? Erschreckend. Schreibt eure Meinung dazu unten rein und teilt das, damit so etwas, diese Missstände hier, wirklich bekannt werden. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.